So. Hier. Okay, ich brauche. Wupp. Mist. Mist. Ach, guck mal. Wo kommen die Toasts jetzt her? Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, ob ich im System noch Toast habe. Das scheint noch an sich noch zu funktionieren. Gut. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich wieder Bürger haben. Also es geht schon noch, aber es ist alles ein bisschen in Stocken geraten gerade. Hilfe. Kriegt man auch wieder hin. Erstmal noch alles wieder fertig bauen. Das, ne, das kommt dann wieder alles. Du hast. Ja, guck mal, ich habe nicht massenhaft Toast. Wenn ich aber so viel Toast habe. Ich habe keinen Export für Toast. Ich habe keinen Export für Toast. Oh, ich habe Burger. Freunde, Burger. Ohne Ende. Ich tue mal noch bitte was rein da. Die Maschinerie und so. Also ich brauche noch viel mehr verschiedene Export-Sachen. Also ich war gerade noch in dem Stand, dass ich hier so ein bisschen noch mit automatisch das machen muss. Ist ja okay. Gut. Burger, Burger, Burger. Also ich muss einen Toast-Export machen, ich muss ein Brot. Nee, Import ist ja. Import ist allgemein. Ich müsste für Brot nochmal nicht einen Export machen. Uha, okay, das wird tricky. Käse könnte ich noch automatisieren, ne, dass ich dann noch mit Cheeseburger machen kann. Aber verhungern werde ich nicht. So viel steht schon mal fest. Denn ich habe genug Burger. Puh. Gut, Eisen. Wegen Eisen bin ich hier. Ich werde mal hier so ein bisschen. Ich könnte natürlich. Das Problem ist, hier wird es nicht gehen, ne? Hier wird es nicht gehen, oder? Nein, das ist es halt. Es geht halt nur auf der eigenen Werkbank. Ach, das ist doof. Die eigene Werkbank, das ist doof. Aber gut, das ist schon klar verständlich, aber das ist doof. Ich kaufe jetzt hier richtig viel Schienen. Ich brauche noch Ton noch. Habe ich noch Ton? Ja, guck dir das an. Muss ich den etwa wieder aufbuddeln? Ist ja doof. Okay, na gut. Was soll's. So. Ah, es ist kaputt gegangen. Really? Wo habe ich die repariert? Ach, das ist. Ist das noch draußen? Ja, das ist noch draußen.
Ich will mein Schloss wieder haben. Es soll wieder ganz sein. Es regnet rein, es war nur. Also, gut. So. Zack. Bitte schön. Kies. So, hier. Das war so. Zack. Kies. Gut, dann habe ich schon mal ordentlich Schotter. Der auch erstmal reichen sollte, denke ich. Brauche ich jetzt auch nicht die Stickies. Zack. So. Hier ist ein bisschen Platz. Eisen. Ich brauche mehr Holz. Holz, Holz, Holz. Nehmen wir einfach mal das. Und immer noch. Jetzt muss ich ja. Jetzt muss ich ja darauf zugreifen. Okay, ich habe zu viel Eisen geschnappt. Ihr kennt das Spiel. Wir brauchen wieder sehr viele Schienen. Ich mache jetzt das aber gleich hier, weil da muss ich unterwegs nicht ganz so viele machen. Und so ein paar Weichen und alles könnte man jetzt auch noch machen. So. Wie ging die hier? So. Die. War das hier? Ich glaube. Ne, was war denn jetzt? Ach, M. Wo noch ein paar Weichen. Oh, Moment, hat gerade geklingelt. So, da bin ich wieder. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Schienencrafting. Ist das eigentlich ICE hier? ICB. Ah, okay. 7. Ne, Max Speed 237. Ui. Deswegen. Ja, fände ich schon irgendwie cool, der Verstrecke jetzt aber irgendwie ist auch doof. Aber ich gehe schnell von A nach B. Das wäre echt cool. Was ist denn das? Eiswaggon. Olli Eis. Oh, das ist auch cool. So. Da. Was sehe ich das für Waggons hier? PC-Waggons, okay. Das habe ich rausgeschmissen. Bitte einmal aufsammeln. Ist die wieder zu weit weg oder was? Was ist denn das hier? Das ist ein Kesselwagen. 4000, 50.000, 40.000. Also mal gucken, wie die gecraftet werden.
So. Also drei, das hätten wir. Sind irgendwelches das Holz, was ich mit verarbeiten könnte? Ach, kann mit dir. Ich mache da jetzt eine ganze Ecke mehr Schienen. Wenn ich dann immer die Strecke bis hierher bekommen habe, kann ich da hier dann jederzeit neue Schienen machen. Ich bin schon Steine gecraftet. Zack, zack. La 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 la. Zack. Was ist das für ein Waggon? Das ist ein Abschlusswaggon. Das kann ich nicht auf solche Tender, auf solche flachen Waggons drauf machen. Kann ich alles mögliche drauf legen, ne? Block Vanilla Items. Ja, der hier dann zum Transportieren von Rohstoffen, würde ich sagen. Oder gibt es noch bessere? Ich finde, wie viel? 36 Slots. 27? 35? Ja, hallo. Güterwagen. Ja, der vielleicht sogar. Passt sogar. Ne, 36 passt ins weniger sogar. Ne, hier auch 36 Slots. Minenlore. So einen Minenschacht könnte ich ja auch dann bauen. Das wäre ganz cool. Immerhin bekomme ich jetzt genug Schienen. Denke ich zusammen. Ich hoffe es. Ich brauche noch. Ach, warte mal. Ich brauche ja auch noch die hier. M. Der Schotter. So, M. Ich mache mal noch ein paar. Ich finde die Schotter eigentlich ziemlich gut. Was nicht zu hoch, aber nicht zu kurz. 12 ist ganz okay. Ich hoffe, das reicht für die. Ist ja eigentlich bloß eine Steigung, die noch kommt. Bei Neutristram ist eine Steigung, danach kommt eigentlich nichts mehr. Der Rest sind alles die M-Schienen. Gut. So, machen wir die jetzt noch schnell. Lalalala. Dann laufen wir ganz schnell zurück und legen die Strecke weiter. Und dann hoffen wir mal, dass ich in der Aufnahmesession heute die Strecke noch fertig bekomme. Da habe ich die ganze Woche gebraucht, um die Strecke zu verlegen. What? Also, als Folgen natürlich, ne? Habe ich natürlich nicht direkt so lange gebraucht. Ich habe noch Holz dabei, ich habe Eisen dabei. Zur Not kann ich unterwegs. Ich habe noch die Zugwerkbank dabei. Perfekt. So. Wenn wir dann hier ankommen, hier vorne, muss ich sowieso da vorne das umbasteln. Und hier muss ich auch nichts umbasteln. Zum Beispiel, dass die Brücke muss ein Stück weg. Die muss quasi hochgezogen sein dann. Da, 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 da. Hier will ich auch noch mal was umbauen. Ah, das wird ganz gut. Mal gucken. Und los. Ja, genau, hier kommen die Schienen an. Das heißt, hier muss ich dann noch aufmachen. Und hier geht's dann rein. Ich muss alles noch ein bisschen umbasteln. Aber das wird schon. Essen habe ich auch mit. Perfekt. So. Gut, so was futtern und dann geht es los.
Pointless. Soweit waren wir ja gar nicht weg. Ich will nicht wieder runterfallen, ich geh jetzt hierher. So. Bevor ich wieder irgendwas Doofes mache und wieder runterfallen, damit wir die ganze Strecke schwimmen, dann dauert die Folge ewig. Und trotzdem kommen wir nicht an. Also, ich laufe jetzt hier. Trotzdem irgendwie das Gefühl, dass ich von den Dimensionen her irgendwie immer noch zu klein baue. Ich weiß nicht, ich kann das ganz schlecht einschätzen. Aber ich denke, das ist bei Midgard dann gegessen. Also ich kam gerade drauf, weil ich wieder die Brücke jetzt hier sehe. Da denke ich schon so, ist ja eigentlich ganz cool, aber irgendwie so klein wieder, ne? Ich meine, nehmen wir mal an, die Schienenbreite wäre immer noch so dreie breit. Ist eigentlich eine kleine Brücke, wenn man es so sieht. Wenn man da bloß eine einspurige Eisenbahnstrecke lang geht. Oder? Der Weg hier? Naja, hier ist ja schon Grenze wieder. Also vom Weg her, wenn da jetzt zwei, ich sag mal, Kutschen entgegenkommen. Ja, dann hast du schon ein Problem. Ist eigentlich alles zu klein, was ich baue. Wenn du... Ich komme es mir irgendwo so vor. Keine Ahnung. Oh, kann man was essen? So. Ja, bei der Produktion dann, da muss ich nochmal genau drüber gucken, dass das alles hinhaut. Ich will da mehr Fabriken dann bauen. So, ich gehe verschiedene lang, dass ich sehe, wann die entsprechende Stelle kommt. Es gibt auch kleine Bahnhöfe, die ich unterwegs dann schon nochmal bauen will. Hier vorne kommt zum Beispiel ein klein, ganz kleiner Bahnhof. Den würde ich schon gerne bauen. Dann nochmal so wenigstens andeuten, dass hier eine Haltestelle ist. Lied ist leicht nervig mit der Zeit. Ich werde in der Aufnahmesession das wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen, dass wir bis nach Sofengarde kommen. Es sieht schlecht aus. Hier gibt es auch nochmal einen Bahnübergang. Da könnte ich theoretisch das schon hinlegen, weil das muss ja eh dahin. So. Einmal hier, einmal hier. Warte mal, das Lied ist ja, das geht gar nicht gerade. Das hätte ich jetzt gerne. Ja, so diesen komischen Schnitt. Echt schade eigentlich, aber gut. Vielleicht kann ich den noch irgendwie dann ummodeln, dass man den nicht mehr so sieht. Das sieht schon doof aus, ne? Diese abgerissenen Kanten. Ah, das wird schon. Ich war hinter Tristram. Hinter Neu-Tristram. Müsste jetzt gleich kommen hier vorne, hinter diesem Berg. Hier mache ich absichtlich keine Teleportationspunkte hin, die mache ich wirklich bloß von den großen Ecken von A nach B. Hier vorne müsste ich auch noch was umbauen eigentlich. Ich würde es vielleicht so gerne wieder zum Tunnel machen, wenn ich ehrlich bin. Wird natürlich ein bisschen schwierig.
Gut, ich könnte es auch offen lassen eigentlich. Ja, Stützbalken geht das ja schon. Ich hoffe, die schrägen nach oben reichen, die ich gemacht habe. Oh, Hunger. So. Ja, ich würde sagen, ich mache dann in der nächsten Aufnahmesession die restliche Strecke fertig. Aber heute werde ich das wohl nicht mehr so schaffen. Gut, sind wir wieder am Ort des Geschehens, oder? Machen wir es mal so, für die Optik richtig. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin. Tschüss.